Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Gerätevideo. Es wird vielleicht jetzt ein bisschen laut. Das liegt daran, dass wir das hier quasi direkt mit am Drehort machen, weil wir es hier jetzt zum ersten Mal einsetzen. Und zwar die sogenannte Estes-Methode. Ja, es werden viele sagen, die anderen, ja, die Estes-Methode. Toll, da sitzt da einer da und behauptet, er hört irgendwelche Stimmen. Super, das ist wissenschaftlich. Habt ihr recht. Ich erkläre es euch trotzdem mal ganz kurz und warum uns so wissenschaftlich ist. Also, was brauchen wir? Wir brauchen natürlich irgendeinen Empfänger, also eine Ghostbox, Spiritbox etc. pp. Das ist dieses Gerät hier. Da lässt man dann die Sender durchlaufen und man schaut, ob der andere Partner das hört. Aber es gibt auch die Variante, dass man halt sagt, dass man selbst Fragen stellt und derjenige versucht dann zu lauschen, ob da was ist. So, derjenige, der nichts hören und nichts sehen soll, braucht natürlich auch eine Kopfbedeckung und ihr braucht, ganz wichtig, einen Jan mit einer Augenbinde. Den seht ihr dort. So, wir modifizieren das aber ein bisschen, weil zu Recht sagt ihr, wie gesagt, die Methode ist vielleicht sehr fehleranfällig, aber deswegen haben wir hier zwei kleine Sachen, die sie wissenschaftlich machen. Ein Audiosplitter, der halt das Audio auf zwei Ports verteilt, und eine Ausgabe, damit es auch auf der Kamera zu hören ist. Und das zeigen wir euch jetzt und machen wir gleichzeitig hiermit beide Untersuchungen als Test. Viel Spaß! Also, wie ihr in der Kamera seht, der Jan sieht und hört nichts, außer den Krach. Der Krach wird gefilmt und ich zeige das jetzt mal nach unten. Da ist das Gerät mit dem Audio, was jetzt gerade die Sender abscannt, und ihr hört das, was Jan hört. Und die Theorie ist ja, dass er was anderes hören soll, als was da raus. Das heißt, wenn Jan sagt, er hört irgendwas, und dort kommt aber was ganz anderes oder gar nichts raus, dann wäre das quasi ein Beweis für die Estes-Methode. Jan, hörst du mich? Wir lassen es jetzt ein bisschen laufen, ohne Fragen zu stellen. Das ist die erste Variante. Das Flugzeug, das ist richtig laut, das höre ich. Das Flugzeug? Ah, okay. Hast du schon was gehört, Jan? Hast du schon was gehört? Nein. Okay. Wenn du das hörst, einfach laut vorstellen, ja? Ja, es ist irgendwas, was verständlich ist und nicht mit Krabbel, meinst du, ne? Ja. Nein, ich bin ganz leise. Ich fange jetzt an, Fragen zu stellen. Wie heißt du? Wo bist du? Kannst du einen unserer Namen sagen?
läufst du ja manchmal durch die Gegend. Was ist mit dir passiert? Mein Name ist Neber Eckbert, der Mann hinter mir ist Björn, der Mann vor mir ist Jan. Willst du uns sagen, wie du heißt? Gibt es dich? Weißt du, welches Jahr wir haben? Was ist das für ein Gebäude hier? Bist du alleine? Kannst du uns irgendein Zeichen geben? Okay. Was soll das sein? Ja, ab und zu waren da halt so Fetzen, aber ich habe da nicht wirklich was Konkurrentes rausgehört. Also das war alles eher irgendwie ein Kauderwelsch. Also klang wie Radio? Ja, klang halt wie kleine Radiofetzen. Das sind sie ja im Prinzip meist auch, ne? Ja, also es war jetzt nicht irgendwie was, was sich wirklich so richtig angehört hat auf irgendwie, keine Ahnung. Nichts Konkretes eigentlich. Nee, nichts Konkretes. Halt immer so, also halt irgendwie sowas, was soll das sein? Ja. Ja, also. Ja, das ist die Estes-Methode, und zwar nenne ich es jetzt einfach mal die erweiterte Estes-Methode, mit die einen wissenschaftlichen Beweis liefern kann, je nachdem, was der Agent, also sprich in dem Fall Jan, und das Audio, was man mit der Kamera aufnehmen, sagen, aber da kommt die Glocke. Aber so kann man es auf jeden Fall wissenschaftlich dokumentieren. Gerade ist nichts durchgekommen, der Jan, wie er ja gerade gesagt hat, hat nur Fetzen gehört, was ganz klar ist, wenn da in schneller Geschwindigkeit Radiosignale durchgeswiped werden, dann bleiben halt ein paar Radiosender hängen. Aber wenn man die Estes-Methode vertrauensvoll behandelt, soll es so sein, dass etwas Klares zu erkennen ist. Was auch Sinn ergibt, weil wenn das aller, ich glaube, 100 Millisekunden ist es, glaube ich, springt, dann dürfte man nichts Klares erkennen. Das heißt, wenn wir es irgendwann mal so haben, dass er was sagt und dort was zu hören ist, das ist gut. Das ist dann zwar selber gegeben, wie wenn eine Ghostbox allein hätte, aber wenn es mal so sein sollte, dass Jan oder wer auch immer diese Methode macht, etwas sagt, obwohl man das selbst dann auf der Aufnahme nicht hört, und dann ist nicht das Gerät oder so beeinflusst worden, dann war das Gerät nur ein Hilfsmedium, was selbst dann quasi die mentalen Fähigkeiten des Agenten benutzt hat. Das ist nebenbei ein Experiment, das könnt ihr zu Hause oder wo auch immer ihr seid auf Untersuchungen gerne und sicher durchführen, da besteht keine Gefahr. Wichtig ist allerdings natürlich nur, dass ihr es halt wissenschaftlich macht, damit ihr das auch sinnvoll verwerten könnt. Ja, damit sind wir hier erstmal am Ende. Ich bedanke mich und hoffe, es war trotzdem interessant. Vielleicht haben wir die Methode jetzt auch mal besser verstanden. Ich sag, macht's euch gut, macht's besser, bis zum nächsten Mal und tschüss! Kennt ihr einen Ort, an dem es spukt? Oder wo vielleicht sogar euch oder einen eurer Bekannten irgendwas Seltsames passiert ist? Oder einfach eine Location, wo ihr meint, boah, da müsste doch mal jemand hingehen und Untersuchung machen, da ist bestimmt was? Dann scheut euch nicht, uns über unsere E-Mail-Adresse oder auch über WhatsApp zu kontaktieren. Wir freuen uns auf eure Geschichten und natürlich über die Orte, die damit in Verbindung stehen und wo wir dann vielleicht eine Untersuchung machen können. Dazu vielleicht noch ein kleiner datenschutztechnischer Hinweis. Wenn ihr nicht wollt, dass euer Name in einem Video oder so als Quelle genannt wird, bitte einfach ein kleiner Hinweis zu uns. Wir machen uns dann eine Aktennotiz und dann passiert das auch nicht. Eure Daten werden von uns streng vertraulich behandelt. Das bedeutet, wir geben nichts raus ohne eure Erlaubnis. Ihr braucht euch also keine Sorgen machen, ob irgendwas nach außen dringt, was ihr vielleicht gar nicht wollt. Solange ihr uns sagt, dass das nicht nach außen dringen soll, bleibt das bei uns intern in unseren Akten quasi anonymisiert unter Verschluss. Und wir werden das auch nicht rausgeben. Und ja, jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, dass wir uns sehr auf eure ganzen Berichte, vielleicht sogar Fotos oder Ton, auf jeden Fall massiv freuen
Und wenn wir dann eine Untersuchung machen, ihr vielleicht euch daran erfreuen könnt, was oder was wir dort nicht finden.